Oh oh, Schauspieler Jan-Josef Liefers zeigt sich mit diesem Gipsarm im Krankenbett. Politiker Gregor Gysi kommentierte daraufhin, ich hoffe, du bist Linkshänder, aber es hätte noch schlimmer kommen können, und postet dieses Foto von sich dazu. Andere Facebook-Fans haben Jans Schwindel allerdings schnell durchschaut. Ein User schreibt, Braunüde drin und Uhr am Handgelenk? Da stimmt was nicht, und recht hat er, wie Jan später selbst aufklärt. Der Zugang mit Braunüde auf dem Handrücken und darüber eine Armbanduhr, das kann nur eine Szene aus dem neuen Münster Tatort sein. Zum Glück ist also nichts passiert. Richtig reingehauen hat gestern Abend Bonnie Strange und präsentierte auf Facebook diesen Hammerburger. Natürlich alles vegetarisch. Joko Winterscheid hat einen neuen Trend für sich entdeckt, nämlich das Footie, quasi ein Selfie seiner Füße. Gestern Abend zeigte er wieder mal seinen Style. Rote Hose, gelbe Schuhe? Gewagt. Aber irgendwoher kennt man diesen Trend doch schon. Ach ja, von Natascha Ochsenknecht. Sie ist wohl die unangefochtene Königin der Footies. Model Franziska Knuppe postete gerade das erste Bild des heutigen 5 gegen Jauch-Teams. Sie, Anna Thalbach, Jens Riewer, Mozzi Mabuse und Heiner Lauterbach kann man heute Abend auf RTL anfeuern. Und Ross Anthony postet für seine Fans noch dieses Bild von sich und seinem Mami-Line. Zusammen machten die beiden gestern Düsseldorf unsicher, wie Ross heute schrieb. Und damit bis zum nächsten Update.